Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Ich bin Saksuro und das ist ein Video zum Thema Polarlichter. Fotografieren und filmen, die richtigen Einstellungen finden, meine Tipps und Tricks und Beispiele. Kommen wir zu den Fotoeinstellungen. Drei Einstellungen in der Kamera sind wichtig und das Objektiv. Ich würde beim Objektiv zu einem Weitwinkel raten und am besten offenblendig. Aber das kommt zu den drei Einstellungen. Es gibt nämlich einmal dann zu beachten die Verschlusszeit, die Blende und den ISO. Den ISO würde ich unten behalten, um halt das Rauschen zu minimieren. Und dann halt die Blende weitgehend offen. So 1,8 wäre nice. Und dann spielt man mit der Verschlusszeit so rum. Das heißt, ich würde jetzt tendieren, so wie ich bei meinen Fotos angefangen habe, mit einer Blende von f1.8, einem ISO, sagen wir mal so um die 800 bis 1200 und dann spielen wir mit der Verschlusszeit rum. Fangen wir erstmal mit 2 Sekunden an, gehen dann hoch bis zu 10 oder 15 oder 20, was dann einem von den Ergebnissen besser gefällt. Aber ich schätze mal so, zwischen 2 und 10 Sekunden sind ziemlich gute Ergebnisse. Wer jetzt keine teure Kamera hat oder professionelle Kamera, der kann auch mit seinem Handy super gute Ergebnisse machen. Ich blende jetzt mal welche ein. Die sind halt wirklich für Handy-Ergebnisse, finde ich total in Ordnung. Und das kriegt eigentlich jedes moderne Smartphone heutzutage hin. Ich habe jetzt hier ein OnePlus 12 benutzt und das sind einfach mal meine Ergebnisse. Ich kann euch sagen, so um die 800 ISO und einer Verschlusszeit von so 3 bis 4 Sekunden aus der Hand, ohne Stativ, kann man schon gute Ergebnisse machen. Natürlich, oder mit dem ISO 800 bis 2000, wenn man dann halt noch ein bisschen weiter runter geht mit dem ISO und dann halt ein Stativ benutzt und längere Verschlusszeit, dann kommen natürlich noch cleanere Ergebnisse raus. Aber das hier erstmal von aus der Kamera, aus dem Handy, ist total top. Kommen wir zu den Videoeinstellungen. Deutlich einfacher waren die Fotos und jetzt beim Video ist es schwieriger. Aber das kriegen wir hin. Ich würde aber sagen, dass nicht tendenziell jede Kamera das gut hinbekommt, sondern ich habe jetzt hier eine Sony A7S III benutzt, die einfach mit ISO-Werten besser umgehen kann, weil wir brauchen hier hohe ISO-Werte. Das heißt, wir gehen erstmal so in die beste Filmeinstellung. Das heißt, ich habe jetzt hier 4K benutzt, 25 Bilder pro Sekunde. Das heißt, dann sollte man ungefähr mit der Regel bei 1/50 von der Belichtungszeit sein. Und dann so offenblendig, wie es nur geht, f1.8 in dem Fall und dann halt mit dem ISO. Ich bin dann bei 12.000 gewesen, 50.000, 100.000. So, und jetzt vielleicht ein ISO ein bisschen wieder runter zu bekommen, kann man natürlich von 1/50 Belichtungszeit ein bisschen runtergehen. Gerade wenn es statisch ist und man nur auf Stativ ist und man nur von dort aus quasi Fotos macht oder filmt, dann kann man runtergehen auf 1/40, 1/30, 1/20. Das funktioniert auch noch. Genau, da muss man so ein bisschen rumexperimentieren, was einem dann dort an den Ergebnissen am besten gefällt. Aber ich würde jetzt einfach mal so behaupten, Video clean, 1/50, f1.8 und dann ISO 50.000. So, wenn man dann aber wieder ein bisschen rauschfreieres Bild haben möchte, dann geht man so auf 1/20 runter, f1.8 und dann ISO von 12.000. Wie es mit anderen Kameras aussieht, kann ich nicht genau beurteilen, denn ich habe es jetzt nur mit der hier gemacht. Ich weiß, dass zum Beispiel mit dem Handy das Filmen schwierig war, weil man halt einen hohen ISO braucht. Das hat das Handy nicht geleistet. Also, wenn ihr es mit anderen Kameras probiert, ihr müsst mit dem ISO hochgehen und dann mit dem Rauschen leider leben. Und jetzt noch ein, zwei Fotos, die ich mit meiner Sony gemacht habe und danach einfach nur ein paar schöne Momente in Video festgehalten bis zum Ende des Videos. Thank you.
rapturous dreams in the tapestry of lies or beats. From the highest peak to the deepest.